Das ist Elfcom TV, der immer noch beste Kanal auf YouTube. Heute wieder geschafft. Ihr seht es am Titel heute. Ach, wo sollen wir anfangen? Wow, was geht denn hier? Okay. Heute war es viel kälter als sonst. Und heute soll, es hat so ein bisschen geregnet, es soll mega gewittern, aber der Himmel sieht so sau schön aus. Ist das nicht schön, Freunde? Was da los? Pico Bello. Also, Freunde, kommen wir zum heutigen Thema. Machen wir rein oder hier weiter? Ja, ja, komm, okay. Hier. Freunde. Die so. Reihe der Experimente wird weitergeführt. Ihr werdet euch zu 100% daran erinnern, wir haben uns versucht, mit einem Fahrrad blitzen zu lassen. Ja. Hier ein Ausschnittchen. Und es hat geklappt. Dann haben wir das Ganze nochmal mit E-Bikes probiert. Wir haben uns extra E-Bikes besorgt und hier ein Ausschnitt. Ja. Es hat nicht geklappt. So, Freunde. Schande. Passt auf. Das ist der Plan. Wir haben viele Kommentare gelesen und viele haben von euch da draußen gute Sachen geschrieben. Wie zum Beispiel, dass es sein könnte, dass das erste Fahrrad geblitzt wurde, weil das war ja dieses DB-Rad. Mhm. Und das hat an den Seiten so eine Verkleidung gehabt. Das heißt, da war mehr Fläche, was die Sensoren hätten erfassen können. Korrekt. So. Nummer zwei war, diese E-Bikes hatten keine Lichter dran. Das könnte natürlich auch da nochmal mitspielen. Merkt euch, was ich gesagt habe. Freunde, denn wir werden heute das ultimative Fahrzeug bauen für die Blitzer, Freunde. Wir werden alles berücksichtigen. Ich würde sagen, Cengiz, du kannst bitte mal hol, reinfahren. Hol unser Gefährt, bitte. Aber Freunde, es ist tatsächlich so, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ein neues Gefährt besorgt, extra für euch. Fahr mal rein. Das ist echt ein anderes Gefühl, ne? Macht mal eure Augen auf. Wir haben ein Rennrad uns geholt. Freunde. Applaus, ein verficktes Rennrad. Für 200 Euro haben wir gedacht, scheiß drauf, egal, wir holen uns das. Das ist so ein gebrauchtes Ding, deswegen denken wir, können wir das frisieren. Dankeschön natürlich an alle Mitglieder des Kanals. Ihr wisst es, die Gelder der Einnahmen fließen in Videos wie in dieses wunderschöne Bike. So, was der haben wir vor? Der uns das verkauft hat übrigens, der hat gesagt, ja, schickt mir das Video dann. Hat er ehrlich gesagt, was wusste der? Nee, also ich hab gesagt, wofür braucht ihr das, was wirklich, weil ich gesagt habe, fällt das auseinander, wenn man schnell damit fährt? Ja, was wollt ihr denn machen? Ja, durch den Blitzer fahren. Haha, geil, nee, fällt nicht auseinander. Okay, wir schicken dem das. Okay, aber wenn wir dabei sterben, du bist schuld. Was haben wir vor, Freunde? Wir haben hier Pappe geholt. Ne? Wir haben hier Utensilien, Werkzeug, wir haben Kabelbinder, wir haben Klebeband. Damit werden wir gleich dem Fahrrad so eine Verkleidung bauen und diese Verkleidung mit Alufolie einpacken. Perfekt. So, Schritt Nummer 1. Ne? Dann haben wir nämlich die Verkleidung. Dann werden wir hier dran irgendwie diese Taschenlampe tapen. Das ist so eine, damit kannst du Bären, glaube ich, blenden, wirklich. Die tapen wir hier dran und dann haben wir unser Gefährt für die Blitzer parat, Freunde, oder das Gefährt. Und dann muss es klappen, wenn nicht. Halt. Eine wichtige Sache haben wir vergessen, Freunde. Das ist doch nice, Freunde, oder? Ja, Freunde, wir haben extra so eine Piratenplagge noch gekauft. Passend dazu habe ich halt hier meine Dreadlocks. Gestern sahen die echt scheiße aus, aber heute sehen die deutlich besser aus. Wenn ich die zusammenbinde, sieht es deutlich besser aus. Aber ich mache morgen noch mal ein paar. Captain James Barrow. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen ein Dreieck, machen das hier ran. Mhm. Einfach auf beiden Seiten. Alufolie verkleiden. Oh, stopp! Ich habe eine Ultra-Idee. Was denn? Jeremiah oder was? Freunde, ich habe gerade nämlich überlegt, André hat hier gesagt Dreieck, ne? So. Man fährt aber ja frontal auf den Blitzer zu. Ja. Ich glaube, ja. Selbst wenn die auch, wenn das ein bisschen schräg wäre, ich glaube, das wird nicht so viel bringen, wie wenn der Fahrer sich komplett in Alufolie einpickelt. Mit so einem Alien-Hut, kennt ihr die Dinger, Alter? Stimmt. Und ich habe überlegt, man könnte vielleicht, kann man hier irgendwie so eine Platte ran, ja, also dass das hier ein Kreis ist. Ah, ja, scheiße, stimmt. Obwohl, vielleicht das bei so. Aber ist ja egal, wenn dein Körper ist ja dann so eine Platte. Ja, stimmt. So. Dann kann man sich noch ein Alufolie einlegen. Wenn wir das machen sollen, Freunde, Sonntag droppt das Video. Es liegt jetzt wirklich stark an euch. Ganz easy, 20.000 Daumen, das ist zu schaffen. Dann machen wir Alufolie. Wenn nicht, dann machen wir es anders. Dann tapen wir die irgendwie ans Fahrrad oder so. Das liegt an euch. Pimp mir das Scheißteil jetzt, Motherfucker. Freunde, die Teile hier müssen ab. Und wir haben kein Werkzeug hier. Also, okay. Das Teil zeugt schon von der Stabilität, Alter. Ich würde sagen, wir tapen mal die Lampe einfach dran. Boah, in der Fahrt fällt die Apfel in diesen Reifen. Ja, und dann blockt das das da. Das ist auch instant tot. Ist doch so
Saufest, Alter. So, Freunde, hier, das ist unser Frontlicht. Sehr stark. Oh mein Gott. Hammer stark. Ist dieser Lenker jetzt voll sperrig? Ja. Ja, wir müssen nur geradeaus fahren, das ist schon okay. Okay, weiter geht's. Ja. Dreieck, oder? Ja, ja. Dreieck nicht vergessen. 2 Kilo Hüfter. 2 Kilo Hüfter. Was ist hier? Oh, Freunde, da haben wir's. Das ist nicht schlecht, oder? Geht klar, ja, oder? Ja. Sehr gut. Jetzt machen wir hier 3 Löcherchen rein für die Kabelbinder. So, jetzt die Kabelbinder durch, Freunde. Hier ist noch einer. Das nimmt echt Gestalt an. Hoffen wir, dass das klappt. Bermuda-Dreieck. Hier, ich würde sagen, in der Zeit, wo Jengis das vorbereitet, dann wollen wir mal hier diesen Special zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr bereit seid, Freunde, aber ich mach's mal. Ja? Freunde, während Jengis baut, hier geht's lang. Also wirklich, das ist richtig nice. Die Kanalmitglieder von euch, die haben es schon gesehen. Ich habe heute Morgen mehrere Bilder gepostet, denn geht mal auf Apecrime TV und dann seht ihr oben in dem Reiter, wo steht Videos, Kanal, Kanäle. Da ist auch ein Tab, der heißt Community. Und da können wir halt so wie auf Twitter oder so, können wir halt so Posts machen. So, yo Leute, wir machen gerade das und das. Das machen wir regelmäßig. Und da sind einige Posts, die können nur Kanalmitglieder sehen. Die exklusiven Posts. Und da habe ich heute Morgen was gezeigt. Kommt mal mit. Freunde, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Lass es mal dunkel, damit ihr das hier nicht seht. Ja. So, Freunde, wir haben es gerade schon aktiviert, denn man kann hier mehrere Sachen aktivieren. Also, mein Zimmer wurde umgebaut. Das hat zu tun mit der besten André vs. Jenga Staffel, die ab dem 9.9. startet, Freunde. Das wird wirklich die beste Staffel ever. Wir haben richtig heftige Sachen. Und das hier ist das Kernstück der Staffel, aber wir dürfen das euch noch gar nicht zeigen. Also, wir dürfen es wirklich rechtlich gesehen noch nicht zeigen. Ist kein Scherz, aber wir zeigen euch eine Sekunde, weil so, man müsste ja nicht das aufmachen. Nee, das ist ein Vorhang, den ihr gleich seht. Aber wir lassen den zu. Ich schwenk mal einfach vor. Okay, und 3, 2, 1. Was ist das? Mach den Vorhang auf. Oh mein Gott. Oh! Ah, ich hab was abbekommen. So, weiter geht's. Wenn wir so eine Crew hätten, so eine Piraten-Crew, wie würden wir heißen? Schreibt mal sowas richtig Kreatives in die Kommentare. Und nicht so Trash wie sonst. Ey, Pirates. Jetzt mach mal dran, Alter. Das kommt schön in das Speichel rein, Freunde. Ratatat. So, das Geschoss ist fertig und ich würde sagen, wir gehen das einmal testen. Nur so, dass man ein Gefühl bekommt, kann man das schaffen? Das genau. Würde mich mal interessieren. Wow. Okay, wirklich, vielleicht echt jetzt eine ganz, ganz dumme Frage, aber wo ist die Gangschaltung? Was ist das hier? Das ist ein Tabor. Und hier sind Bremsen. Und wie schaltet man jetzt hier? Stimmt, ja, das hat eine Gangschaltung. Ich glaube, das ist die Schaltung hier irgendwie. Ja, ist so. Das bewegt da was. Ja. Boah. Keine Ahnung, der Rack. Schrottbike verkauft, ich schwöre. Da ist er, Freunde. Was geht? Was gerade 30%. Was? Boah, das ist ultra schnell. Hä? Krass. Das sah schon schnell aus. Hä? Hast du gar kein Tempo gegeben? Nein, gar nicht. Traut man sich viel Tempo zu geben? Das war wirklich ultra. Ich hab ein bisschen nur getreten gerade. Es ist stabil und ich war gerade, hab so gemütlich getreten eigentlich. Was? Ich glaube, das ist hyperschnell. Der meinte, man kommt damit auf. Also der Typ meinte, man kommt auf 50 km/h. Ja Mann, wenn der nackte Typ da 47 schafft. Das schafft man auch. Ich glaube, das schafft man. Okay, Freunde. Freunde. Morgen werden wir es sehen, ob das klappen wird. Das letzte Experiment mit dem Blitzer. Wenn das nicht klappt, hören wir auf mit YouTube. Wenn es klappt, machen wir weiter mit YouTube, Freunde. Also seid morgen dabei. Eine Sache haben wir noch für euch, Freunde. Und zwar hat Ado, wer kennt noch Ado Kojo von euch, einen neuen Track rausgehauen. Und er hat uns gesagt, dort ist ein Easter Egg drin. Und ob ihr das findet. Also, Freunde, checkt die Endcard. Wir verlinken euch den neuen Song. Supportet das Ding, streamt den Song, holt euch den Song, Freunde. Wir sehen uns drüben im Musikvideo und morgen hier auf Endcard. Trash wie sonst.